Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Watch Dogs. Heute mal wieder. Wir sind gerade in irgendeinem Bandenscheiß drin. Irek will seinen Cousin, den, wie heißt er nochmal? Bullshit. Bulldog. Umbringen lassen. Und wir wollen Bulldog auf unsere Seite ziehen und ihm dabei helfen, dass, der Irek denkt, er hat's voll drauf. Das kriegen wir hin. Ja, was passiert hier? Ich sterbe. Ja, Motorradfahren. Ich habe keinen Motorradführerschein, deswegen nehmt's mir nicht für übel, wenn ich hier voll verkacke. Wir machen schon Platz für uns, guck mal. Und ich weiß gar nicht, welche Mission jetzt ansteht. Auf jeden Fall ist es nicht mehr weit. Wir haben nur noch ein wenig unter einem Kilometer zu fahren. Oder ist das hier eine Meile? Ich weiß gar nicht. Der macht schon Lichthupe an. Weil wir fahren wie ein Hurensohn. Naja. Wie dem auch sei, unser Chopper bringt uns schon ordentlich dahin, wo wir hin wollen. Ich fahre genau die blaue Linie entlang. Und jetzt fahre ich zu weit. Weil die Bremse nicht funktioniert. Ey, ganz ehrlich, die Bremse ist so schlecht. Ach, es geht nicht so schön wie bei... Ach komm, verpiss dich! Ja, ha. Ich bin schon da. Lass eine Polizei, Hä? Ey, der Wichser fährt mich einfach um. Das ist eine Polizei, die mich einfach angeblinkt hat, ey. Auf dem Radar. Oh, den Poller da mal hoch. Hier sprengen. Ich weiß, ich glaube, das ist, ist das dieser Ort? Egal. Wir machen es jetzt einfach. Und zwar heißt die Mission jetzt. Weiß ich nicht. Oh, ist ein Untertag oder so, ne? Was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Ach, wir holen jetzt, ich glaube, um Sprengstoff ging's zuletzt. Spreng den Stoff. Ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Ich dachte, ist du meinst das den Sprengstoff. Ein ekliges Stück Scheiße. Aber die habe ich auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackraten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car, direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ding und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. So. Die sind alle krank, ey. Danke. Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Hä? Sie haftet. Cool, oder? Hm. Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Ja, interessierten Toten, Alter. Meine Fresse. Kannst du aufhören zu labern, Jordi? Gehst mir auf den Sack. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. John. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Fuck. Ich glaube, wir müssen jetzt vor der Bullerei abhauen. Lass mich auch mal ein Stück weg. Den Truck zerstören. Da war doch die Kamera, Mann. Was? USV sind ferngezündete. Entschuldigung, eben. Oh. Haftende Sprengvorrichtungen. Rüsten Sie eine USV im Waffenrad aus. Die ist unten links. Da gucken wir gleich mal nach. Drücken Sie Kreis, um den Wurf abzubrechen. Halten Sie bla bla, um zu zünden. Benutzen Sie den, wenn wir wieder aufsammeln. Da ist keine Bombe. Das da ist eine Bombe, oder?
Glück, das war relativ einfach. Missionsziel erfüllt. Ja, das war ein kurzes und knappes Missionchen. Ja. Zum Herstellen Trailer ansehen. Halten Sie L1 im Waffenrad, drücken Sie Dreieck auf das gewählte Tool. Da kann ich doch gar nichts auswählen, oder? Also zwei Explosionsstufen hier. Naja, wie dem auch sei. Haftbomben haben wir. Irgendwie kann man sie auch herstellen. Ich muss noch ein bisschen in meinem Waffenrad, in meinem hier Fähigkeitenrad ein paar Fähigkeiten freischalten. Aber das mache ich dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet im nächsten Video ein. Die Polizei ist hinter mir her. Ich muss jetzt mal eben vor der Polizei, glaube ich, flüchten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert uns, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Watch Dogs.